Ja, moin Leute, willkommen zum nächsten Part von der Formel 1 2012 Saison Challenge. Ihr merkt schon, ich bin im Rennen. Ich hatte gerade, war gerade fast fertig. War nur noch 1-2 Runden und dann war mein Speicherplatz leider voll und die Aufnahme hat sich verabschiedet und alles war mehr oder weniger am Arsch von dem Part. Deswegen im Qualifying, gleich jetzt erzählen. War ein schön spannendes Qualifying. Damit ich die Zeit zeigen kann hier. Ja, egal. Meine Zeit war auf jeden Fall 0,012 Sekunden langsamer als die von Alonso. Ich hoffe, dass ich jetzt die Aufnahmen jetzt wenigstens noch das Rennen reinkriege. Ich habe schnell ein paar durchrendern lassen. Und jetzt habe ich wieder den Platz, wahrscheinlich. Der Ton ist jetzt ein bisschen laut. Müsste auch noch funktionieren. Wenn nicht, schraube ich dann noch ein bisschen dran rum. Ich glaube, es war nach 3 Runden oder so. Erste Runde in Abu Dhabi schon geschafft. Die Wahlen kann ich jetzt natürlich für ein Rennen, die konnte ich jetzt nicht auswählen. Wäre ja unmöglich gewesen, den zu besiegen. Ich darf es nicht aktivieren.
Easy Join im Red Bull gegen die anderen. Verwarnung abkürzen. Du musst weiter pushen. Du hast 7 Sekunden Vorsprung auf das Auto hinter dir. Finde ich immer wieder witzig. 7 Sekunden reichen völlig aus. Du musst weiter pushen. Sind wir schon mit drin in der vorletzten Runde. 25 Punkte. Das sind nochmal schön viel, die ich kriegen kann. Vielleicht kann ich mir noch einen Platz in der Fahrerwertung holen. Wenn alles glatt läuft, geht es dann am Montag direkt mit dem neuen Projekt weiter. Was es ist, verrate ich natürlich noch nicht. Ich sage bloß, es wird keins von den neuen Spielen wie Assassin's Creed 4 Black Flag oder Battlefield 4 oder Call of Duty Ghost. Obwohl COD Ghost mein Computer eh nicht schaffen würde. Ich habe zwar 64-Bit-System, aber meine RAM-Anzahl, 4 RAM, würde wahrscheinlich nicht reichen. Da brauchen wir 6 oder 8 GB RAM, wenn ich mich recht erinnere. Es wird ein Koop-Spiel sein, also ich werde auf keinen Fall alleine sein dieses Mal. Aber was es sein wird, seht dann selbst am Montag. Ohne Probleme, noch 2 Kurven. Da gehen wir ruhig ins Ziel rollern. Und uns an der Saison-Challenge verabschieden. Weber 5. Alonso 2. Button 3. Ich 1. natürlich. So, Fahrer WM, Alonso, Hamilton, Weber. Ich 1 Punkt hinter Weber, das ist natürlich schade.
ziemlich eng auch. Button und Vettel, na Vettel kann sich eh nicht werden. Zwei Punkte hinter mir. Und zu Durstwertun. McLaren 2 Punkte vor Red Bull. Weber, eine Position besser wahrscheinlich, hätte schon erreicht. Naja. Danke für die, die es geguckt haben, und freut euch aufs neue Projekt. Und dann, na, ich kann einfach mal fortsetzen klicken. Dann noch irgendwas kommt. Ja, die Sequenz wie immer. Hoch und einmal freuen. Über den erreichten ersten Platz im Red Bull. Hat sich gratuliert wie immer. Fernando Alonso ist Weltmeister. Die Saison scheint es hier mit zu Ende. Jo. Einblicke. Eine kleine Bilanz. 111 Punkte. Schöne Zahl. Ein Aussehen tue ich euch nicht. Könnt ihr vergessen. Kommt ja nicht in der Tüte. Und damit verabschiede ich mich nochmal. Dankeschön nochmal an alle, die es sich angeguckt haben. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Projekt. Dann am Montag regulär, wenn alles klappt, dann wieder. Ciao, Leute.